Also hallo zu Briefing der ersten Etappe der Tour Transalp 2024 von Lienz nach Sillian. Es ist eine konzentrierte Ladung auf 73 Kilometern. 2000 Höhenmeter Kletterpartie sind auf nur 50 Kilometer verteilt. Jeder, der ein Profil lesen kann, wird merken, dass da kein Geplänkel drin ist, dass da viele steile Anstiege zu bewältigen sind. Also trotz der Kürze eine anspruchsvolle Etappe, aber im Detail mehr dazu. Wir starten in Lienz am Hauptplatz, wunderschön gelegen, mitten im Zentrum dieser Stadt und fahren erstmal ein kleines Stück Richtung Kärnten, eine Schleife im Talboden von Lienz und werden auf der Hauptstraße, der breiten Bundesstraße, mal Kilometer 3, das Rennen zunächst freigeben. Zunächst ein paar Kilometer auf dieser Bundesstraße, dann kommen wir auf einer Schleife um Lienz herum durch die kleinen Gemeinden im Umfeld von Lienz, Labant, Tristach, Ablach. Bei Kilometer 12, 13 bis ca. 22 haben wir einige Ortsdurchfahrten. Doch noch größer im Feld, da bitte einfach auch etwas die Augen aufhalten, weil man da doch auch mal kleinere Dorfstraßen durchfahren muss. Nach 23, 24 Kilometer ungefähr ist diese Runde, die flache Runde um Lienz vorbei und es geht direkt los mit einem sehr, sehr steilen Anstieg. Der erste Anstieg hinauf zur Pustertaler Höhenstraße ist recht steil. Vor allem das erste Stück, die ersten 100 Höhenmeter sind sehr, sehr steil. Also kann nur empfehlen, einen kleinen Gang zu wählen, vielleicht sogar ein kleineres Blatt zu montieren, wer eins parat hat. 500-600 Höhenmeter sind dann schon mal weg, wenn wir Bamberg erreichen, oben in der Panoramasektion der Pustertaler Höhenstraße, die wirklich wunderschön ist, aber auch anspruchsvoll, wenn man sie flüssig und flott fahren will. Bitte aufpassen bei Kilometer 30 bis 32, die erste Abfahrt oben am Berg nach Bamberg ist doch eine kleine eckige Straße, also gerade auf dieser ersten Abfahrtssektion bitte unbedingt aufpassen. Schnell wird es zum Beispiel auf der Abfahrt von Burg nach Santa Justina, 43, 45 die Kilometrierung, eine schnelle Abfahrt da hinunter. Ganz allgemein gilt zur Pustertaler Höhenstraße zu sagen, sie ist wunderschön, ebenso schön, wie sie auch anspruchsvoll ist, weil man immer wieder vorbereitet sein muss auf enge Kurven, die zuziehen. Also da bitte mit hoher Konzentration diese Strecke bewältigen. Auch im späteren Verlauf haben wir, wenn wir schon mal wieder im Tal sind, dort die letzten Berge Richtung Sillian bewältigen, Kilometer 47 bis 61, das Ende dieser Höhenstraße, sind immer wieder Ortsdurchfahren, besonders auch gerade in diesem Bereich kommen wir bergab in Ortschaften hinein. Also sehr, sehr viel Konzentration auf der Straße gefordert, eine wundervolle Straße, die aber auch anspruchsvoll ist. Wenn wir kurz vor Sillian die Bundesstraße wieder erreicht haben, in Hainfels geht es noch einmal den Berg hinauf, auf einer kleinen Dorfstraße hinauf, von Außerfilkraten zum Sillianbergen bei Kilometer 69, noch vor dem Gipfel, wird die Zeitnahme sein. Und der Rest ist Schaulaufen über den Sillianberg, sehr panoramareich, hinab nach Sillian. Da bitte einfach auf die Bremse treten und genüsslich dieses Panorama genießen und ins Ziel rollen am Marktplatz in Sillian.